Herzlich willkommen zurück zu Mario Kart Arcade GP. Diesmal beim Wario Cup. Nachdem es letztes Mal nicht so gut gelaufen ist, hoffe ich, dass es beim Wario Cup etwas besser läuft. Wobei ich dazu sagen muss, dass ich das nicht glaube, weil der Wario Cup mir schon am Anfang ziemlich schwierig gefallen ist. Ziemlich schwer gefallen eher. Durch diese eine Kurve da am Ende, die man da auf der Karte auch wieder sieht. Ganz unten. Ich glaube, die wird nicht unbedingt einfacher zu nehmen sein, wenn man schneller ist. Ach ja, es geht schon los. Aber ich bin zuversichtlich. Luigi, wenn du mich schon überholst, dann bleib wenigstens so lange da, dass ich dich auch anvisieren und abschießen kann. Okay? Ja, komm. Geht doch. Gut gemacht, Luigi. Ich glaube, ich kann hier nur gewinnen, wenn ich mir genug Abstand aufbaue, um diese letzte Kurve da zu kompensieren. Weil die bekomme ich einfach nicht. So viel Abstand müsste ich haben, genau, so viel Abstand. Den ich aber nicht bekommen werde, wenn ich so scheiße bin. Nee. Es geht schon wieder los. Diese Wolke ist auch breit gezogen. Nein. Okay, mit einmal verlieren kann ich leben. Damit kann ich leben. Ja. Nein, bitte. Komm, zieh jetzt nicht sowas ab. Zieh sowas nicht ab. Nein, 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 nein. Wieso habe ich das abgeschossen? Yes. Vielen Dank. Das war der dritte Versuch, oder? 6 Minuten, ja, müsste der dritte Versuch gewesen sein. Und wehe. Mir macht das irgendwie ein schlechtes Gefühl, wenn... Aber es gibt hier kein Pausemenü. Ich muss nämlich sagen, dass mein Mauszeiger gerade auf diesem Kreuz ist. Dieser Schließen. In der Leiste da oben, deren Name mir gerade nicht einfällt. Beim Fenster. Nein! Okay. Ich habe einen neuen Rekord aufgestellt. So schlecht habe ich diese Kurve noch nie gemacht. Und ich würde gerne mal wissen, was dieser eine Typ da macht. Bowser, was soll das? Ich hatte eigentlich schon fast die Hoffnung aufgegeben, dass ich Yoshi noch einhole. Ich hätte nochmal driften müssen. Ich muss dreimal driften. Was macht denn Bowser? Das gibt es nicht, Mann. Das gibt es nicht. Aber dass die anderen nicht kapieren, dass man hier gerade durchfahren kann, finde ich sehr gut. Ha! Dachte der sich so. Ja, aber das ist richtig verbuggt. Ja. Ey, aber das ist wirklich ziemlich verbuggt. Was ist mit Bowser los? Ich habe einen Bug gefunden. Ich weiß mal nicht, wie man ihn auslöst, aber ich habe einen gefunden und das steigert mein Selbstwertgefühl. Ah, zu spät. Das war zu weit innen. Ich war zu weit innen, glaube ich. Ah, es war schon die letzte Runde, zum Glück. Ja, aber was war das von Luigi?
Ich verstehe irgendwie nicht ganz, warum. Was ist das für ein Item, bei dem man andere beschleunigt? Hä? Das hat ja Peach schon hier beim Mario Cup eingesetzt. Aber warum? Erstens, warum setzt man das auf jemanden ein und lässt es nicht einfach nur wegschießen? Und zweitens, wieso baut man sowas ins Spiel ein? Ich meine, sowas wie die Wolke in Mario Kart 8 kann ich... Ey, Mario Kart 8, was laber ich? In Mario Kart 7 kann ich ja noch verstehen. Okay, sollte ich jetzt wirklich aus dem Fenster springen? Nein. Aus Mario Kart Wii. Sollte ich... Also kann ich noch verstehen. Weil es halt ein Item ist, das negativ auf dich wirkt. Ohne damit andere zu... ohne damit... Dass damit andere beschleunigt werden oder sowas ähnliches. Ich wusste einfach, dass er das machen wird. Ist das dein Ernst? Das kann ich noch verstehen, aber wenn du irgendeinen schießbaren Pilz nimmst, warum baut man sowas ins Spiel ein? Ganz ehrlich. Und ich sehe schon kommen, wie das Ganze hier wieder enden wird. So. Ich sehe da schon wieder, wie irgendein Typ sich riesen Abstand aufbaut. Mann, nein! Es wird nichts. Ich kann das sowas schon vergessen. Zack. Ich bin ziemlich schnell unterwegs. Ich glaube, das sind die Münzen. Zack. Aber es wird nichts mehr. Das wird nichts mehr. Das kann ich sowas von vergessen. Ah, was mache ich? Zack. So, ja. Vierter, nice. Diese Position wollte ich erreichen. Vielen Dank. Ich möchte jetzt bitte noch einen Versuch. Todd war dieser Typ, der diesen Abstand aufgebaut hat. Glückwunsch an dich, Todd. Du hast jetzt auch meinen Respekt verloren. Und jetzt nochmal. Yes! Diamond City, danke. Ich bin dich endlich los. Vorausgesetzt, es gibt nicht noch 200 CC. Das darf man nicht außer Acht lassen. Diesmal wieder mit Wario Abfahrt. Auch wenn die Strecke nicht so heißt, aber... Aber... Ich habe gerade aber gesagt und mir nicht überlegt, was ich überhaupt sagen wollte. Kann man natürlich auch so machen. Ist aber eher unnötig. Das war so schlecht. Das war so schlecht. Das ist ein Idiot. Oh nein. Ja, was hat der denn jetzt schon wieder eingeholt? Vergesst es. Was mache ich, Mann? Ich gucke mir nicht mal die Items an, die ich habe. Was ist denn los mit mir? Bitte, Mario. Das ist nicht sein Ernst. Ein paar Münzen mitnehmen ist immer gut. Nein, nein, ach so, okay. Okay, in eine Runde habe ich. Damit hätte sich das dann auch geklärt. Oh mein Gott. Oh, schön, 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 schönes Item. Nee, 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 vergiss es. Wenn mir das nicht zu schade wäre, würde ich den Controller jetzt gegen die Wand werfen.
Pac-Woman oder wie auch immer die heißt, Pac-Girl, keine Ahnung, ist es mir auch völlig egal. Jemand heißt. Ich kann auch jemanden nicht leiden, ohne seinen Namen zu wissen, und da backt schon wieder irgendjemand oben rum. Danke. Warum sage ich eigentlich danke? Ich habe es da nur mir zu verdanken. Dass ich so lange brauche, ja. Das war gerade eben nur Glück. Naja. Das war es mit dieser Folge. Zack. Ich spare mir jetzt irgendwelches Gerede und also tschüss.